Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecilia mit One Night Hot Springs. Im letzten Part haben wir das Spiel nicht durchgespielt, aber jetzt möchte ich euch noch die anderen Endings zeigen. Das schaffen wir noch, hoffe ich, in diesem Part. Es gibt nämlich noch das Good Ending, das Bad Ending, das Troll Ending, Manami Ende 1, Manami Ende 2. Vielleicht schaffen wir es doch nicht in diesem Part. Ich merke nämlich, dass es relativ viel ist. Okay. Wir starten das Spiel, denn das Trollende bekommt man ganz einfach, indem man sagt: Oh, ich habe keine Lust auf Hot Springs. Ich möchte nicht in zwei heiße Quellen gehen. Wer ruft mich da vor an? Haru, es ist so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben. Entschuldige den plötzlichen Anruf. Du bist doch nicht beschäftigt, oder? Nein, gar nicht. Wie ging es dir so, Manami? Es ging mir großartig. Ich rufe dich aus folgendem Grund an. Mein Geburtstag steht vor der Tür. Das 22. ist, erlauben mir meine Eltern, etwas mit meinen Freunden zu unternehmen. Ich habe mir überlegt, mit meinen beiden besten Freundinnen zu den heißen Quellen zu gehen. Und selbstverständlich schließt das dich ein. Meine Eltern werden für alles bezahlen. Mach dir also keine Sorgen um die Kosten. Heiße Quellen? Aber du weißt doch, dass ich... Ich weiß. Deswegen habe ich dich angerufen, bevor ich endgültige Entscheidungen treffe. Haru, du bist meine älteste und engste Freundin. Es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mit mir meinen 20. Geburtstag feiern würdest. Aber ich möchte auch, dass du dich vollkommen wohlfühlst. Lass mich wissen, was ich tun kann, damit alles für dich so angenehm wie möglich ist. Aber es ist Jahre her, seitdem ich in einem Badehaus war. Geschweige denn in einer heißen Quelle. Ich weiß... Deswegen ist es eine gute Gelegenheit. Ich werde bei dir sein. Wenn du irgendwie belästigt wirst, kannst du es mir sagen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass ich mich unwohl fühlen werde. Es geht mir eher um die alle anderen. Alles wird gut. Niemand wird es merken. Doch, das werden sie. Haru, niemand achtet darauf, so sehr wie du denkst. Versprochen. An der Stelle, viele Transpersonen haben auch immer so, ja, das Denken, dass wenn man in der Stadt rumläuft, man immer im Rampenlicht steht, dass alle sofort sehen, dass man trans ist und so. Das habe ich persönlich nicht. Und ich wurde tatsächlich schon mal angemacht, aber aus anderen Gründen. Mein Mann ist einfach mit dem Fahrrad in mich reingefahren, weil er mich einfach so attraktiv fand. Das ist so dumm. Und das ist wirklich kein Joke. Der hat die ganze Zeit geschaut so und ja. Hat aber nur auf mich geschaut und nicht mehr wohin gefahren ist mit dem Fahrrad. Das war eine cringy Szene, oh Gott. Reden wir nicht mehr drüber. Bitte komm mit, für mich. Oh Gott, jetzt sind wir einfach so dreist. Sag, nope. Tut mir leid, ich kann einfach nicht. Haru, tut mir leid. Schon okay, ich verstehe. Ich überlege mir etwas anderes für meinen Geburtstag. Nein, nicht, das musst du nicht tun. Ich rufe dich an, sobald ich mich entschieden habe. Piep, schon aufgelegt. Es wird aufgelegt. Manami hat sie nicht verändert. Ich bin froh, dass es sehr gut geht. Aber sie irrt sich. Sie behauptet, niemand würde so sehr darauf achten, wie ich denke, aber das denkt sie nur, weil sie glaubt, jeder wäre ein so guter Mensch wie sie. Und warum sollte sie das nicht? Ihr ist nie etwas passiert, was ihr das Gegenteil bewiesen hätte. Ihre Eltern sind die Besten. Sie sind immer verständnisvoll, selbst bei mir. Ihre Mutter hat mich sogar zum Shoppen mitgenommen. Als mein Coming-out bei ihr hatte. Oh, voll die coolen Insider-Infos. Boah, ich möchte auch mal von irgendeinem Girl zum Shoppen eingeladen werden. Das wäre so richtig toll. Einfach zum Shopping-Center gehen, so richtig Girls-Day shoppen. Abends irgendwelche Gesichtsmasken aussetzen. Nägel machen und... ja, irgendeinen Film noch schauen, ein bisschen snacken dabei. So richtig schön Mädelsabend. Mittag shoppen und abends Mädelsabend. Da hätte ich so Bock drauf. Ich stelle mir das richtig toll vor. Aber hatte ich leider noch nicht. Sie waren immer so nett zu mir, auch was Manamis Geburtstag angeht. Ich wette, Manami wollte zu ihrem Geburtstag wirklich gerne zu den heißen Quellen gehen. Vielleicht hätte ich nicht Nein sagen sollen. Ich hätte mich einfach von den Bädern fernhalten können. Ich schätze, jetzt ist es zu spät. Ich werde einfach warten, bis Manami mich zurückruft. Oh mein Gott, Girl, bleib doch nicht im Bett liegen. Und alle Herzen sind direkt weg. Der Zustand ist bad, bedeutet das. Normal End. Das heißt Normal End, aber ja.
let's try something else. Ich finde das ein bisschen weird, dass Normal End heißt, als wenn alle Transpersonen direkt Nein sagen würden. Gut, ich finde das auch ein bisschen komisch, aber es gibt ja die privaten Bäder und die wollen ja auch alle voll nett und so. Ich hätte es auch mitgemacht. I mean, wenn es die Optionen gibt, why not? Auch wenn die privaten Bäder lustigerweise alle versetzt waren, aber es gab ja Alternativen, wie ihr gesehen habt. Okay. Ich mache hier einen kurzen Cut für die anderen Endings. Ja, Leute, Good Ending und so. Wir machen jetzt hier die Auswahlmöglichkeit. Das ist nur ein Zeitfenster, wo Harald schaut, ob irgendwelche privaten Bilder frei sind. Ich schätze, es sollte okay sein, wenn ich nicht zu viel Zeit beanspruche. Es wäre eine Schande, wenn ich zu den heißen Quellen gehen würde, ohne überhaupt zu warnen. Und es ist ewig her, seitdem ich in einer richtigen war. Okay, ich werde mir ein Zeitfenster buchen. Mal sehen. Sie sind alle schon gebucht. Das ist euer Ernst. Und dafür habe ich mich so sehr ermutigt. Entschuldigen Sie. Entschuldigung, ich wollte gerade gehen. Möchten Sie ein Familienbad buchen? Das wollte ich, aber Sie sind schon alle ausgebucht. Oh nein, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Darf ich Ihnen stattdessen unsere herrliche Frauenbäder vorschlagen? Wir haben vasenförmige Wannen, die Sie ganz für sich allein genießen können. Genau wie bei den Familienbädern. Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Bäder. Nein. Gibt es ein Problem? Nein, ich... Oh nein. Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass sie auch eine Tochter oder so hatte, die auch trans ist, aber... Es ist nichts. Es ist nichts. Ich weiß schon, wo die Bilder sind. Wenn das so ist, dann hoffe ich, sie genießen ihren Aufenthalt. Ich gehe besser zurück in mein Zimmer. Fuck. Das hätte ich wohl nicht antworten sollen. Scheiße. Okay, kurzer Cut. Okay, Leute, das war natürlich Fail. Ich meine, ich hätte, wenn Harus hier wäre, hätte ich nichts gesagt. Aber ja, erkläre ja alles scheinbar richtig. Die Wahrheit ist, ich fürchte, wenn ich zu den Frauenbädern gehen würde, würden sich die anderen Gäste unwohl fühlen. Deswegen wollte ich die Familienbäder nutzen. Ach so, ich verstehe Ihre Sorgen. Wenn das so ist, werden Sie nie in der Lage sein, die Bäder unserer wundervollen heißen Quellen genießen zu können. Ja, reift sie halt noch unter die Nase. Ja, dann könnt ihr nie in die wundervollen Bäder. Oh Gott. Das kann ich nicht zulassen. Okay, never mind. Wie bitte? Ich kann nicht zulassen, dass sich einer unserer Gäste unsere fantastischen heißen Quellen entgehen lässt. Schon gut, ist nicht Ihr Problem also. Nein, Sie sind hergekommen, um die Quellen zu genießen. Und ich werde Ihnen das ermöglichen. Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihr Zimmer nennen? Ich bin Haruto Suzuki aus dem Ginkgo-Raum. Oh nein, er soll mir den Deadname angeben. Oh Gott, wäre das dann Herr Haruto Suzuki? Frau wäre mir lieber, ja. I can relate to that. Da kann ich euch wieder eine schöne Anekdote sagen. Ich war tatsächlich mal komplett girly natürlich beim Hausarzt und da war ich auch noch in Dokumente her. Und naja, der Hausarzt hat sich so heftig für mich eingesetzt, dass bei allen Ärzten im Computer so eingespeichert ist, schon als Frau. Also ich bin schon als Frau überall eingespeichert mit der Krankenkassenkarte und ich finde das so schön. Das hat mein Hausarzt gemacht, hat sich voll dafür eingesetzt. Ich liebe ihn und ich danke ihm von ganzem Herzen dafür. Weil jetzt werde ich auch immer mit Frau aufgerufen, obwohl die Person schon zur Namensänderung ja erst im Februar erfolgt. Ich finde das so süß und so toll, weil so umgehe ich diese Cringe-Szenarios. Imagine, so wie ich jetzt aussehe, werde ich mit Herr aufgerufen. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Ja. Gut, dass es nicht mehr der Fall ist. Bitte entschuldigen Sie mich, wenn Sie hier mal ein bisschen warten würden. Oh nein, das muss ich wahrscheinlich nur erst beim Chef oder so nachfragen, ob das okay ist. Oh nein. Jetzt bereite ich so eher die Angestellten Probleme. Schätze, ich warte einfach. Das
das ging schnell. Das ging ja richtig schnell. Chef, ist okay, dass eine Transperson das so macht? Ja. Tschüss. Oh Gott, was war das denn? Da fehlte sowas wie 10 Minuten später von SpongeBob. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Nein, ich musste fast gar nicht warten. Mit Ihrer Erlaubnis würden wir Sie gerne auf ein Zimmer mit einem Bad unter freiem Himmel upgraden. Upgraden, wie das klingt, ey. Wie so ein Telefon-Internet-Anbieter. Ja, Sie können jetzt Ihr Angebot upgraden. Mit 50% extra Datenvolumen, wenn Sie jetzt bestellen. So nach dem Motto, das ist so komisch, oh Gott. Was? Wäre das akzeptabel? Ich möchte keine Umstände machen. Es ist unsere Art, uns für die ausgebuchten Familienbäder zu entschuldigen. Wir möchten, dass all unsere Gäste ihren Aufenthalt genießen können. Es ist außerdem der persönliche Wunsch einer Angestellten, die die heißen Quellen hier liebt. Möchten Sie das Upgrade annehmen? Das Upgrade? Hey, was ist das? Das ist doch irgendwie scheiße übersetzt, oder? Oh Gott, Upgrade. Ich. Und ist das wirklich okay? Natürlich ist es das. Dann, ja bitte. Vielen Dank. Wenn Sie mir erlauben, begleite ich Sie zu Ihrem Zimmer. Hand in Hand. Richtig guter Service, ey. Ja, die in Japan sind natürlich auch alle richtig zuvorkommend. Mega nett. Das sei wirklich so. Das ist der Azaleenraum. Azaleen, was ist das überhaupt? Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken kann. Das war nichts. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt. Was für ein netter Mensch. Ja, es gibt auch nette Menschen. Sie sagte, sie würde Manami und Nagata auch von den Zimmerwechsel erzählen. Stimmt, ich wüsste jetzt nichts davon. Wir sind jetzt einfach in einem Zimmer. So ein bisschen scheiße irgendwie, weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Leute so entgegenkommend sein können. Vielleicht ist die Welt ein schönerer Ort, als ich dachte. Kann echt sein. Ohne Scheiß. Seitdem ich auch als Girl lebe, denke ich das auch immer wieder und sage es jeden Tag gefühlt, dass das Leben und die Welt eigentlich voll schön ist. Vorher habe ich alles gehasst, jeden gehasst, das Leben gehasst, alles gehasst. Bestand nur aus Hass. Sehen wir uns mal das Bad unter freiem Himmel an. Boah, voll die lange Extra-Szenen, ne? Das ist schön, dass ich euch das auch noch gezeigt habe, weil, naja. Das ist eigentlich optional. Das ist wirklich großartig. Die Aussicht ist unglaublich. Ja, mit so einem Privatbalkon. Oh Gott, ist das schön. Oh, voll cute. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel so etwas normalerweise kosten würde. Es ist einfach wunderschön. Ist es wirklich okay, so ein Upgrade einfach umsonst zu bekommen? Ach, hör auf, dir Sorgen zu machen, Haru. Die Angestellte meinte, es wäre okay. Also genieße ich das jetzt. Ich muss mich vorher waschen. Oh, ich liebe den Duft dieses Shampoos. Chrysanthemen, das sind zwar Blumen, Leute. Für die Leute, die jetzt sagen, oh Gott, was ist das? Blumen. Das sind Blumen. Es ist wirklich entspannt. Und ist das Aktivkohleseife? Cool. Mann, was ist das denn? Aktivkohleseife? Noch nie gehört. Zeit für den Conditioner. Jetzt alles abwaschen. Hand ab in das Bad. Jetzt macht ihr echt ihren Alleingang. Oh, ist das süß. Das ist voll süß, ey. Oh, wow. Ich kann fühlen, wie meine Verspannungen sich in Luft auflösen. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich das letzte Mal im richtigen Quellwasser gebadet habe. Ich freue mich echt auf das... so toll ist für Haru, weil alleine ist das halt auch nicht so cool, aber besser als unsere Dusche, I guess, so wie ich entschieden hatte. Ich könnte es mir nie leisten, alleine zu so einem Ort zu gehen. Ja, alleine ist halt nochmal unangenehmer. I can relate to that. Und zu normalen heißen Quellen kann ich auch nicht gehen. Alles, was ich habe, ist meine Wanne zu Hause. Immerhin hast du eine Wanne. Ich habe nur eine Dusche, Haru. Ich habe nur eine Dusche. Oh, so sad life. Ich wünschte, ich könnte hier für immer bleiben.
Erst voll unangenehm und jetzt für immer hier bleiben. Weird. Ah, das hat gut getan. Ich sollte mich anziehen. Was für ein schönes Bad. Vielen Dank, liebe Angestellte. Oh, ist das süß. Die ist halt echt voll nett. Und das merkt man erst, wenn man sich so entschieden hat. Das kennen wir schon, deswegen gibt es jetzt hier einen kurzen Cut. Bis gleich. Oder auch nicht, Leute. Guckt euch das hier an. Ich habe von einer Angestellten gehört, dass wir ein Upgrade auf ein Zwergenbad und den freien Himmel bekommen haben. Ja, weil die Familienbäder alle ausgebucht waren. Wow, aber das finde ich voll nett von ihr. Die Angestellte hat ihr einfach gesagt, dass du zu den Frauenbädern gehen sollst. Hat ihr das nicht einfach so gesagt? Hey, Rekka. Na komm, antworte er nicht. Das hat sie. Aber als ich ihr das erklärt habe, war sie sehr verständnisvoll. Boah, das ist voll cool von ihr. Ja, ich war überrascht, aber auch wirklich sehr glücklich. Hat ihr beide Spaß bei den heißen Quellen? Ja, ist doch wirklich schön. Ja, ich war noch nie an einem so schicken Ort bevor. Du hättest mit uns kommen sollen. Es freut mich, dass ihr Spaß hattet. Oh, Haru, ich glaube, du hast etwas in den Haaren. Jetzt kennen wir das wieder. Bis gleich. Jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Jetzt sagen wir ihr einfach, hey, ich bin ein wenig müde. Entschuldige, ich bin ein wenig müde, also. Oh, alles klar. Entschuldige die komische Frage. Ich springe ins Bad draußen. Warte nicht auf mich. Oh, ich muss Nagata enttäuscht haben. Aber ich bin heute viel in die Stimmung, über meine Transsexualität zu reden. Oh mein Gott. Wie hätte ich das besser gemacht? Über meine Transidentität zu reden. Ja, da finde ich tatsächlich diesen Begriff Transident ganz cool in der Satzkonstellation, obwohl ich ihn ja selber nicht nutze, aber willst du jetzt sagen, ich bin heute nicht wirklich in Stimmung, darüber zu reden, dass ich Transgender bin, kannst du auch sagen, aber da will ich Transidentität tatsächlich selber nutzen, obwohl ich den Begriff auch nicht so mag. Besonders nicht mit meiner Mies Freundin. Ich habe nicht einmal richtig mit meiner Mie darüber gesprochen. Sie will nie darüber reden, weil es ihr nicht so wichtig ist. Bei mir ist es wichtig. Es ist, wer ich bin. Es ist zu früh, um zu schlafen zu gehen. Vielleicht lege ich mich einfach kurz hin. Powernapping. Das erinnert mich irgendwie an meinen Schulausflug. Ich hatte keine Freunde in meiner Gruppe. Ich habe meine ganze Freizeit damit verbracht, mich vor allen zu verstecken. Oh, hi. Kenne ich irgendwoher. In der Schule musste ich die Jungenuniform tragen. Selbstverständlich war ich auch in einer Gruppe voller Jungs. Eine Stunde in heißen Quellen im Hotel war Teil des Reiseplans. Also konnte ich mich natürlich nicht drücken. Ich war nicht mehr in einem öffentlichen Bad. Seitdem ich zu alt wurde, um mit meiner Mama zu den Frauenbädern zu gehen, selbst in ihr Alter habe ich nicht einmal daran gedacht, zu Männerbädern zu gehen. Es gab bei mir in der Kindheit auch ein paar kleine Anzeichen, dass ich trans bin. Aber so richtig gemerkt habe ich das halt erst in der Pubertät. Ich glaube, Haru hat das schon ein bisschen eher gemerkt. Was ja auch letztendlich egal ist. Ich meine, bin ich jetzt deswegen weniger trans, nur weil ich später gemerkt habe, erst in der Pubertät? Das ist halt Quatsch. Aber mein Lehrer hat versucht, mich zu zwingen, mit allen anderen in das Männerbad zu gehen. Oh Gott, das ist so awkward. Ich habe mich einfach die ganze Zeit bei den Toiletten im Umkleideraum versteckt. Diesmal habe ich aber ein Bad in den heißen Quellen genommen. Selbst wenn es nur das im Zimmer war. Sah ja ganz schön aus. Hat sich ja Mühe gemacht. Dieser Ausflug ist definitiv tausendmal besser. Ja, lieber alleine als in männlicher Gesellschaft, ne? Jetzt nichts gegen meine männlichen Zuschauer oder so. Es geht halt darum, wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann willst du halt nicht sein. Das meine ich damit. Auch wenn ich natürlich lesbisch bin und sexuell mich auf keinen Mann einlassen würde. Das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen, weil das klang halt abwertend. So meine ich das aber nicht.
Ich meine, niemand ignoriert mich oder schreit mich an. Haru? Oh nee, ich dachte, das wäre die Angestellte. Manami, warum bist du noch wach? Hat Manami gehört, wie ich mit mir selbst gesprochen habe? Ich war gerade auf dem Weg ins Bett. Oh, dann störe ich dich nicht weiter. Sieht so aus, als hätte sie nichts gehört. Gehst du nicht schlafen? Ich glaube, ich bleibe für eine Weile noch wach. Ah, so kriegt man wahrscheinlich auch das Manami-Ende, aber wir wollen jetzt erst das Good Ending. Ich bin direkt nach dem Essen eingeschlafen. Ich hatte keine Chance, das Zimmer richtig zu betrachten. Ich möchte dich nicht wach halten, falls du müde bist, aber wenn du noch nicht schlafen möchtest, würdest du etwas länger wach bleiben und mir Gesellschaft leisten? Oh, voll süß. Die beiden, ey. Aber wir sagen jetzt, nein, oh, das fühlt, ohne Scheiß, mein Herz, das zerbricht gerade, wenn ich jetzt gehe ins Bett mache. Aber was soll ich machen? Ich will euch alle Endings zeigen und das müssen wir jetzt tun. Entschuldige, ich bin ein wenig erschöpft. Geht es dir gut? Ja, es war nur ein langer Tag. Wenn du meinst, ich hole mir etwas zu trinken. Gute Nacht. Nachti. Tut mir leid, Manami. Ich bin jetzt nicht in Stimmung zu reden. Trotzdem sind die Herzen halt nur alle voll. Auch wenn das gerade so ein bisschen awkward klingt. Ich sollte etwas schlafen, weil ihr müsst immer auf die Herzen achten. Fürs Good Ending darfst du halt kein Herz verlieren. Es ist morgen. Hey, Schlafmütze! Erika, vor 5 Minuten hast du auch noch geschlafen. Süß. Das war vor 5 Minuten. Jetzt. Du sollst dich umziehen. Es ist Zeit auszuchecken. Erika und ich gehen runter zur Lobby. Okay, ich sehe euch da unten. Bis dann. Braucht ja nicht zu lang. Süß. Zeit, den Yukata auszuziehen. So ein symbolischer Abschied. Legst Yukata weg und das war's. Schöner Tag beendet. Habt ihr schon ausgecheckt? Vor Ewigkeiten. Ignoriere Erika. Wir sind gerade fertig geworden. Ja, in diesem Ending, obwohl es das Good Ending ist, sind Erika und Haru jetzt nicht wirklich Best Friends geworden. Komm mir zumindest so vor. By the way, die hat ja einen Herzmund. Die Erika, ist das süß. Du bist gemein, Manami. Psst. Wir haben uns überlegt, in der Stadt zu frühstücken. Was hältst du davon? Frühstück? Gute Idee. Wir haben uns noch gar nicht in die Stadt angesehen. Spitze! Ich gucke auf den Busfahrplan. Du scheinst gut gelaunt zu sein. Wirklich? Ja. Hat dir der Ausflug gefallen? Klar. Es war großartig. Ich bin froh, das zu hören. Hey, der Bus wird gleich da sein. Das war voll Stress und so. Ja, wir müssen jetzt sofort kommen. Fun Fact. Ich war mal in Paderborn und da war der Zug noch da. Bin voll hingesprintet, hab schon drauf gedrückt und in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, hat der Zug nicht mehr geleuchtet, beziehungsweise der Türöffner nicht mehr geleuchtet und der ist vor meiner Nase weggefahren. Eine Millisekunde zu langsam. Das war ein scheiß Moment, das sage ich euch. Eine Stunde McDonald's gechillt. Ja, das ist übrigens sehr, sehr lang her. Bestimmt 6 Jahre. Alles klar, gehen wir. Oh, voll süß. Komm schon, Haru. Okay, und dann gehen wir uns einfach frühstücken. Cool. Richtig professionell in der Stadt, anstatt sich da irgendwelche Bentos oder so einzupacken. Und die einfach im Zug ungemütlich zu essen. Das ist süß. Das war das Good End. Hot Springs. Ah, okay. Cool. Und jetzt gibt's das Bad End. Jetzt gibt's das Bad End. Ja, jetzt müssen wir dann sagen, das wäre dann ich. Oh Gott, erinnert ihr euch? Deadname eingetragen, das falsche Geschlecht eingetragen und jetzt, das wäre dann ich. Direkt ein Herz weg. Das wäre dann ich. Ich verstehe, ihr Zimmer ist der Ginkgo-Raum im 2. Stock. Bitte genießen Sie Ihren Aufenthalt. Gehen wir in unser Zimmer. Schaff mir erst einen Drink, sonst verdurst ich noch. Wir sehen uns im Zimmer. Haru, geht es dir gut? Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Gehen wir in das Zimmer. Oh,
Haru. Merkt voll die negativen Vibes. Kann ich aber auch verstehen. Das kennen wir schon, aber hier gibt es so eine Skip-Funktion. Voll geil. Weil jetzt hier gibt es Aufwand, geht wieder ein Herz weg. Das kennen wir ja auch schon. Und jetzt machen wir einfach Nickerchen. Vielleicht mache ich nur Nickerchen. Bin jetzt schon irgendwie voll erschöpft. Man merkt richtig die negativen Vibes. Sie hat keinen Bock mehr. Alles irgendwie scheiße. Der Futon ist schon aufgestellt, aber die Tatami ist so schön. Wie gesagt, habe ich auch so eine Schlafmatratze. Matratze ist so eine Decke quasi. Googelt's einfach. Ich mache einfach ein kleines Nickerchen. Wow, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Manami und Nagata sollten bald zurück sein. Wir sind zurück. Hey, Suzuki. Kannst du die privaten Bäder genießen? Es war großartig. Jetzt lügen wir auch noch. Alle Herzen weg, Leute. Nur so bekommen wir das Bad Ending. Sie waren großartig. Es war wirklich entspannt. Oh, das ist schön. Oh Gott. Das macht es nicht besser. Hattet ihr beiden den Spaß für heiße Quellen? Ja, es war wirklich schön. Ja, ich war noch nie in so einem schicken Ort bevor. Das kennen wir schon. Und jetzt gibt es nicht mehr eine Auswahlmöglichkeit. Jetzt legen wir jetzt nur schlafen und die Welt ist grau und düster und scheiße und alles unangenehm. Und wir hätten lieber zu Hause bleiben sollen. Alles ist kacke. Oh Gott, das Bad Ending, ey. Entschuldige, ich bin ein bisschen müde. Okay, alles klar. Entschuldige, komische Frage. Ich gehe dann wieder zu den Bädern und hab Spaß. Warte nicht auf mich. Oh Gott. Ich muss Nagata enttäuscht haben. Ich bin heute wirklich nicht in Stimmung, über meine Transsexualität zu reden. Da haben wir es wieder. Oh Gott. Gut, das kennen wir schon. Und auch Manami, lehnen wir jetzt ab. Entschuldige, ich bin ein wenig erschöpft. Geht es dir gut? Ja, es war nur ein langer Tag. Wenn du meinst. Ich hole mir etwas zu trinken. Nachti! Tut mir leid, Manami. Ich bin jetzt nur nicht in Stimmung zu reden. Oh Gott. Merkt ihr diese Anspannung, diese negativen Vibes? Richtig scheiße. Richtig scheiße. Es ist morgen. Sieht so aus, als wären die anderen noch nicht wach. Oh. Jetzt ist sie die Einzige, die wach ist. Sonst waren die anderen immer wach. Aber die anderen hatten ja Spaß und sie waren nur im Bett. Oh Gott, ist das böse. Ich zieh mich besser um. Ja, das Bad Ending ist einfach nur super sad. Ich habe eine Notiz in Manamis Zimmer hinterlassen, in der steht, dass ich schon gegangen bin. Oh Gott, anstatt gemeinsam in die Stadt zu frühstücken oder einfach nur ein bisschen Zeit zu verbringen im Zug oder so, geht's jetzt einfach alleine. Oh Gott, ist das traurig. Das ist voll traurig. Ich bin einfach viel zu erschöpft, um jetzt mit jemandem zu reden. Ich habe mein Bestes gegeben, um den Ausflug zu heißen Quellen zu genießen, aber ich schätze, es ist einfach nicht möglich für mich. Ich will einfach nur in meinem Bett zu Hause. Ich rufe Manami später an, um mich zu entschuldigen. Aber jetzt will ich einfach nicht mehr hier sein. Oh, oh Gott. Das ist halt richtig traurig. Bad End. Hot Springs are not okay. Oh Gott. Ist das nicht traurig? Und das ist die Notiz so. Ich bin schon... Oh Gott. Hot stuff. Ich meine, beim Bad Ending hätte man jetzt auch erwarten können, dass sie irgendwie beleidigt wird. Gibt halt immer diese blöden Transform-Menschen. Aber das war einfach nur traurig. Ja, hat sie einfach nur jetzt viel am Platz gefühlt und konnte den Tag überhaupt nicht genießen und ist da einfach gegangen und hat mir so eine Notiz hinterlassen. Oh Gott, ist das traurig. Na gut, Leute. Jetzt zeige ich euch noch... Nee, jetzt zeige ich euch gar nichts mehr. Nee, die anderen Endings. Manami Ende 1, Manami Ende 2 machen wir dann im nächsten und letzten Part. Und in diesem Part gucken wir dann auch noch die Galerie uns an. Ja. Gut, Leute.
Und dann gibt's ein Fazit zum Spiel natürlich auch im nächsten Part. Dranbleiben, nicht verfassen. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eures Ziel. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!